Vor dem Spiel wurden an die Zuschauer Berliner verteilt. Das Gebäck sollte Berlin assoziieren. Das große Ziel der Stuttgarter Kickers. Aber hundertprozentig daran geglaubt haben sicher nur wenige der 10.500 Zuschauer. Und so manch einem blieb der letzte Bissen fast im Hals stecken, als die Düsseldorfer bereits in der vierten Spielminute fast das 0:1 erzielten. Gute Düsseldorfer Aktionen hatten allerdings gestern auf dem Kickersplatz Seltenheitswert. Nach einer Viertelstunde das 1:0 für die Stuttgarter Kickers durch Frank Elzer. Toni Baffo hat den Ball und spielt ihn im Flug, also als Flugball auf den Dirk Kurtenbach, und er hat ihn mit dem rechten Bein abgelegt und ich habe ihn halt Volley genommen. Und muss sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, es war abgesprochen. Wir haben das vor dem Spiel gesagt, dass wir also mit Kopfbälle keine Chance haben. Wir werden versuchen, die Spitzen vorne in den Fuß anzuspielen und die sollen dann versuchen, den Ball abzulegen. Ich meine, dass es natürlich gleich beim ersten Mal so hervorragend geklappt hat, ist eine gute Sache. Der Hansi Müller widmet seine Tore immer jemanden. Wem widmen Sie Ihre Tore? Ich würde sagen, mir selber, weil ich schieße relativ wenige und da freue ich mich. Also wenn ich selber mein Tor mache, freue ich mich schon. Nur selten stand unsere schwarze Perle Anthony Baffo untätig herum. Er kämpfte, rackerte, vorbildlich und beinahe hätte er das 2:0 erzielt. Anthony Baffo, 21 Jahre, in Deutschland geboren. Sein Vater ist ghanesischer Diplomat in Bonn. Zur Pause. Für die Kickers war Berlin schon etwas näher gerückt. Und Baffo meldete sich auch im zweiten Abschnitt stets zur Stelle. Dass er auch technisch versiert ist, zeigt diese Szene. Die Stuttgarter beherrschten ihren höherklassigen Gegner in allen Belangen. Ein Fehler vom Düsseldorfer Keim. Das 2:0, die Vorentscheidung und das schönste Tor des Tages. Kmitschik, Vollmer, Kmitschik. Ich war auf der linken Seite gestanden und der Winkel war für mich also wesentlich schlechter. Und der Kasi ist gleich durchgelaufen, hat vielleicht einen Meter Vorsprung gehabt und deshalb habe ich den Ball gleich in die Mitte weiterprallen lassen. Und hat ja gezeigt, dass er auch noch ganz schnell ist mit seinen 35. Er musste denn quasi laufen, oder? Ich habe ihn praktisch gezwungen. Hat er zu Ihnen was gesagt? Nee, er kann ja kein Deutsch, aber er hat sich bei mir bedankt für die Vorlage. Auf Polnisch dann, oder? Ja, gibt einem halt die Hand und das ist international. Zugabe! 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 Das muss man sagen, das war ein super Tor. Das erste war ja auch schon nicht schlecht rausgespielt. Aber ich meine, in dieser Situation nochmal quer zu spielen, ich glaube, dass 99 von 100 Spielern den Ball selber mitnehmen und versuchen, da selbst ein Tor zu machen und eben nicht den Pass zu spielen, den der Wendt. Also. Sie sind auch zum Arbeiten hier, gell? Sie müssen zugucken, oder? Ja, klar, aber deswegen kann man sich ja begeistern. Ja. Vor allen Dingen dann, wenn man einfach sieht, dass der Erstligist zum Zweitligisten degradiert wird und plötzlich der Zweitligist so spielt wie der Erstligist. Wenn die Kickers jetzt nicht total einbrechen, konditionell einbrechen, dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Im Gegenteil, da machen die ja nur das Dritte. Und Paule hatte recht. Kurtenbach, Pokaltore sind seine Spezialität, macht wieder eins, die Entscheidung, das 3:0. Ich habe wieder ein Tor gemacht, mein siebtes im Pokal. Ich bin natürlich sehr glücklich heute. Ne? Wie war es denn? Können Sie es erzählen? Sie sind allein aufs Tor zugelaufen? Wir waren 2 gegen 2, der Ralf Vollmer und ich, haben einen Doppelpass gemacht, bin allein aufs Tor gegangen, hab geschossen vom 16-Meter-Raum und da denkt man drin.
Aber so einfach, wie Sie jetzt hier plaudern, ist es ja wohl nicht, oder? Ja, einfach war es nicht, sicherlich nicht, ne? Der Spurt, ne? Die Kräfte ließen schon langsam nach, ne? Aber ein paar Tropfbauern und Ding war drin, ne? Haben Sie gedacht, die sind stärker, die Düsseldorfer? Ja. Also, wir haben ein bisschen mehr Angst gehabt als vor Frankfurt, muss ich sagen, ne? Hinter der Ball, lieber Mensch! Hinter der Ball! Ich bin ein Bett, der Düsseldorf, ja. Der Schlusspfiff in Gegerloch, 3:0 gewonnen, der blaue Traum wurde Realität. Und alles war aus dem Häuschen. Auf dem Wege zur Pressekonferenz, jeder beglückwünschte auf seine Art Dieter Renner. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich darf sagen, dass das heute eine Pressekonferenz ist, die das größte Ereignis in der Sportgeschichte der Stuttgarter Kickers einleitet. Dann darf ich zunächst mal Herrn Stein und die Stein herzlich begrüßen. Sie scheinen ein Glücksbringer für uns zu sein. Ich hoffe, dass das dann auch in Berlin so sein wird. Dieter Renner, der beurlaubte Religionslehrer. Es hat sich heute gezeigt, dass der Glaube Berge versetzen kann. Die Spieler haben an sich geglaubt. Die haben geglaubt, dass die Chance da ist und haben die Chance genützt. Und zwar nicht mit Glück, sondern das Glück war halt beim Tüchtigen und der waren wir. Also kann man mit Glauben an sich selbst doch auch einiges bewirken. Ja. Das Selbstvertrauen und der Glaube kann viel bewirken. Und was glauben Sie jetzt für Berlin? Ich glaube, dass wir in Berlin kämpfen werden bis zum Umfallen, um, wie ich vorher bereits erwähnt habe, den Leuten zu zeigen, dass wir nicht umsonst nach Berlin gekommen sind. Und dass der HSV natürlich großer Favorit ist, ist jedem klar. Aber wir versuchen unser Bestes und können, wie gesagt, nichts verlieren. Blau ist wieder in Stuttgart. Das Schlusswort hat Anthony Buffo. Ich glaube, ich habe gut Akzente gesetzt im Spiel, habe das erste Tor mit vorbereitet und bin eigentlich ganz zufrieden. Hätten beinahe selbst eins geschossen? Ja, da fehlt halt die Abgebrühtheit vom Tor. Ne? Von Ihnen? Was müssen Sie noch lernen? Ich halt ein bisschen cooler zu wirken vom Tor. Ne? Da mache ich das Ding schon in den Hain und dann bin ich der König von Degerloch, ne? Der schwarze König. Und wie geht's jetzt weiter? Berlin, Stichwort? Stichwort Berlin. Ich glaube, Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie dieses Spiel angucken. Sie haben gesehen, dass wir guten Fußball spielen und wir werden uns schon reinknien. Und ich tippe auf einen 2:1 Sieg für uns.